Hallo alle zusammen miteinander. Der Löwenkanal, also mein Wesen, wollte sich mal zu Wort wieder melden und ein paar Worte an euch richten und hofft, dass es euch allen gut geht dort draußen und dass schon große Veränderungen in euch stattgefunden haben, weil wir alle Engel auf Erden sind. Wir sind alle Lichtträger. Und somit tragen wir die Sternensaat in uns allen und das ohne Ausnahme. Mein Wesen hat euch hier ein wunderbares Bild mitgebracht, dass das Ganze nun vom Herzen selbst auflösen soll, um es zu erlösen. Mein Wesen hat ja dazu schon ein anderes Video getätigt. Nun möchte mein Wesen eben halt nochmal mit der inneren Stimme zu euch sprechen und euch sagen, dass wir in wunderbaren oder in einer wunderbaren Zeit leben, in dem sich nun alles, in dem es sich in uns ordnet, auch immer mehr im Außen ordnen wird. Weil es sehr wichtig war, dass wir in uns selbst ankommen. Mein Wesen kann euch sagen, es hat in meinem Inneren selbst auch wieder sich vieles getan, gerade in den letzten Tagen und Stunden und nachts immer intensiver wird transformiert. Es wird im Moment sehr schnell vieles aufgearbeitet in uns selbst und daran spüren wir, und mein Wesen weiß, da spreche ich nicht nur für mich alleine. Es wird sehr stark an uns selbst gearbeitet, weil wir uns immer mehr geöffnet haben, unser Herz und unser Sein selbst. Und somit kommen wir immer mehr in unser wahres Selbst und ja, unser Herz liegt in der Mitte, in der goldenen Mitte, nicht rechts und nicht links, na, wie der Ego-Verstand immer geteilt war in zwei Hälften, in rechts und links und in den Selbstzweifeln des alten Glaubens, um an sich selbst zu zweifeln, um stets den Kampf im Ego-Verstand zu kämpfen zwischen beiden Seiten. Und somit und hiermit erkennen wir auch, dass es der Kampf in uns selbst gewesen ist und dass das mit dem Außen überhaupt nichts zu tun hat und je zu tun gehabt hat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, um zu erkennen, dass alles Wahre aus uns herauskommt, also aus unserer goldenen Mitte. Und alles, was von dort entspringt, kann nur zur goldenen Zeit führen. In den letzten Tagen war mein Wesen oft draußen bei der Mutter, hat sich eingeklinkt an den Plätzen, an denen ich dann verweile, an meinen, unseren Kraftorten. Es gehört einem ja nichts allein, es gehört uns ja alles zusammen. Und gestern, ja, gestern ein wunderbarer Moment mit geschlossenen Augen. Mitten in der Natur gesessen, vom Gefühl her ausgerichtet gewesen zu sein, auch auf den Untersberg und alle über die Gitternetzlinien zu erkennen, über die heilige Geometrie, die Blume des Lebens, Merkaba. Das Ganze schließt sich nun zusammen zu einem Ganzen und dann hatte mein Wesen kaum die Augen geschlossen gehabt und war mit alles, allem und jedem verbunden, hat alles und jeden gespürt. Das Herz hat vor Freude gehüpft in der Brust, beziehungsweise in der Mitte ist ja die Brust. Ne? Ja, und dann hat man vor dem inneren Auge
das Gold und das weiße Licht gesehen, wie es sich vermischt hat und lachende Gesichter von mir gesehen und das war eine reine Freude. Es zeigt uns auch allen auf, dass dies hier nicht nur einfach irgendein Gerede ist, was so dahergeredet wird und was an den Haaren herbeigezogen wurde. Nein, definitiv ein ganz klares Nein. Durch und über die Erhöhung der Schwingungen auf Erden, bekommen wir das immer mehr und immer stärker zu spüren. Und im Nachhinein war es anfangs heftig. Aber man kommt immer mehr in den Fluss und man ist immer mehr dankbarer und umso dankbarer man wird, umso weiter öffnet sich das Herz und umso weiter sich das Herz öffnet, sind wir dauerhaft an das Große und Ganze angeschlossen. Also die Verbindung steht. Und wir erkennen auch, dass es niemals zu keiner Zeit ein Getrenntsein gegeben hat, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und das zu erkennen, das galt es für mein Wesen auch in den letzten Tagen. Und wenn man jetzt im Nachhinein so zurückblickt, weiß man wieder, dass alles so sein soll und dass genau alles, wie es so gewesen ist, sein sollte, um dass es jetzt so ist, wie es ist. Das heißt, mit anderen Worten, wäre alles nicht so gewesen, dann wäre das jetzt auch nicht so und hier und dann würde das Ganze auch nicht auf dieser Ebene genauso stattfinden können, wie es jetzt stattfindet und dann fließen die Worte auch frei, weil alles fließt. Und wenn alle Blockaden genommen wurden, man setzt sich ja in die Natur, man erdet sich ja mit den Füßen unten zu den Wurzeln oder mit den Wurzeln zur Mutter. Und dann spürt man ja, wie die Energie hochsteigt durch einen hindurch, durch die goldene Mitte, können wir mal sagen, zu den Chakrenpunkten in uns selbst, hoch zur Krone und auch darüber hinaus. Und dann wissen wir genau, oder dann spüren wir, dass wir ja genau in der Verbindung sind und das mit Worten jetzt und hier zu beschreiben. Ein Ding der Unmöglichkeit, das sollte man selbst gespürt und gefühlt haben, selbst erlebt haben, in sich selbst, an sich selbst, über sich selbst, um ganz klar und deutlich zu wissen, dass man angekommen ist, angekommen im wahren Leben. Herzlichen Glückwunsch, wer das hier an dieser Stelle schon erfahren durfte. Und ja, die, die eben halt noch dabei sind, eins kann mein Wesen euch nur versichern, es kann und wird nicht mehr lange dauern, weil alles Leben sich nun vorbereitet auf das große Event. Die Sterne werden sich jetzt, ich sage mal, zurechtrücken, ne, bis zum 23.09. dieses Jahres. Und ja, wenn dann mein Wesen so in sein Wesen hineinfühlt, einfach nur wow, also das ist mit Worten wirklich nicht mehr näher zu bringen und man kann es jetzt hier nur noch Stück und bruchweise versuchen, aber man kann und wird es so mit den Worten, die wir gewohnt gewesen sind, aus der Vergangenheit heraus nicht mehr beschreiben können. Und das soll es vielleicht auch gar nicht mehr. Das besagt ja gleich das Nächste, dass die Welt in den Frieden kommt, in diese absolute Stille, in diese Beharrlichkeit, in dieses Wunderbare, in die reine Essenz des reinen und des wahren Lebens
in das göttliche Selbst. Wenn wir mal jetzt zu ihr sitzen oder wo man auch immer sitzt und verweilt, sollte einem aufgefallen sein, dass man in den Momenten dann alleine ist oder eigentlich immer alleine gewesen ist, dass wenn man in diesem Moment war, dass es der Raum von einem selbst gewesen ist und es ist wichtig, immer mehr in der Gegenwart zu sein und auch dort anzukommen, weil nur in der Gegenwart findet das wahre Leben statt. Und es zählt nicht die Vergangenheit und es zählt dann auch nicht die Zukunft, es zählt immer das Hier und Jetzt, in dem das wahre Leben dann auch immer im Hier und Jetzt stattfindet. Und auf diesen Moment bewegt sich das Kollektiv jetzt nun zu. Dort führt es uns hin. Und das sagt uns auch das wahre Christusbewusstsein. Und nochmal ganz lieben Dank an dieser Stelle an Jesus und eben halt an den Geist Gottes und so wiederum an Vater und Mutter, also Himmel und Erde und an das Große und Ganze, das Höhere Selbst, wie wir das auch jetzt immer an dieser Stelle benennen möchten. Das kann gerne jeder so tun, wie er das gerne möchte, nur geht es hier nicht mehr um das Außen, es geht nicht mehr um die Person, es geht auch nicht mehr um den Namen, es geht um die reine Essenz, das reine Bewusstsein, das göttliche Bewusstsein und das Angekommensein in sich selbst, bei sich selbst, um sich vorzubereiten auf den Wandel. Und dann kann mein Wesen euch nur ans Herz legen, nutzt die Möglichkeiten oder jede Möglichkeit nach draußen zu gehen. Sucht euch einen Platz nach eurer inneren Wahl aus. Setzt euch auf eine Bank, setzt euch mitten auf eine Wiese, setzt euch mitten in den Wald. Baumstämme und Möglichkeiten und Gelegenheiten gibt es dort mehr wie nur genug. Die Mutter hat Platz für allen und für jeden. Und sie freut sich auch über jeden, der sie besucht und geht mit Freuden nach draußen, singt frei heraus oder pfeift. Seid einfach fröhlich und seid euch auch dessen gewiss, ihr werdet erhört werden und es wird auf euch zurückkommen, doppelt und dreifach in der höheren Resonanz, in der höheren göttlichen Resonanz. Somit wären wir hier wieder bei Ursache und Wirkung. Man gibt etwas nach draußen. Es wird eine Wirkung erzielen und es wird zu einem zurückkommen. Es sind besinnliche Tage. Es ist eine sehr besinnliche Zeit und mein Wesen kann nicht mehr wie einmal der geistigen Welt oder der geistigen Führung oder der Lichtträger danken. Das kann man nicht genug tun. Danke an euch alle. Bleibt dran. Es wird nicht mehr lange sein und dann ist die Energie so hoch auf Erden und in uns selbst oder in uns selbst und dann auf Erden. Weil wenn wir das ganz ehrlich jetzt alle durchblickt haben und gesehen haben, geht es nur durch und über uns selbst und dann wird die sogenannte kritische Masse, die ich jetzt mal so umbenenne in das Kollektiv, die Einheit von allem, soweit sein, um das Neue wahrlich in Empfang nehmen zu können. Und deswegen nehmt bitte dieses Bild in euch auf, nehmt es mit auf euren weiteren Wegen und seid im Herzen, seid im Bewusstsein und verabschiedet euch immer mehr von eurem alten Ego-Verstand, um das loszulassen, was uns so lange, ja,
aufgehalten hat, kann man ja nicht sagen, dass uns gelehrt hat, dass uns gelehrt hat, dass uns hat wachsen und reifen lassen. Und nun sind wir kurz davor, zur vollendeten Blüte zu werden. Man sagt auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, dass das Alte endet und das Neue beginnen wird und kann. Und wir sind uns alle bewusst mittlerweile, und es ist auch ein wunderbares Gefühl, und mein Wesen möchte und braucht nichts von den alten Dingen mit in die neue Welt zu nehmen oder auf die neue Erde, weil das alles durchgenudelt und durchgejodelt wurde bis zum allerletzten. Und seid euch auch dessen sicher, dass es keine Seele momentan auf Erden gibt, die jetzt inkarniert ist zu dieser Zeit, die es nicht erlebt hat oder die das nicht weiß. Nur die jüngeren Leute haben das alles schneller erfahren wie wir alten Seelen noch selbst. Wobei das auch wieder alles so ist und sein sollte, wenn wir alle Zeitlinien zusammenfügen zu einer einzigen, dann wissen wir, dass wir alle auf ein und derselben Ebene stehen und dass wir auf ein und derselben Ebene auch auf die andere wechseln werden, auf die andere Seite, auf das, naja, man kann das auch ganz dramatisch wieder halten und ganz sagen, auf das rettende Ufer, wobei das ja nicht nur einfach das rettende Ufer ist, es ist die neue Zeit, die goldene Zeit, und das sollte man als etwas Wunderbares aufnehmen in sich, es empfangen in sich selbst und aus sich selbst heraus und eben halt die Ebene nicht nur zu halten, sie immer weiter zu stärken durch das Erhöhen der Eigenschwingung selbst und durch das Senden und Empfangen und die Vision zu halten, die Vision, die im Bewusstsein dann eingespeichert wird in dem riesengroßen Speicher, um das dann mit einem Knack der Quantensprung dann kommen wird. Und wir wissen, wir sind in dieser Ruhe momentan angekommen und Gott sei es gedankt, dass wir uns vor nichts fürchten zu brauchen. Es wird jeder gewinnen. Es wird hier nicht so niemanden geben, der hier irgendetwas verliert. Im Gegenteil, die Dualität hat uns immer wieder verlieren lassen und das zwar uns selbst, unser inneres Selbst. Und wir gewinnen nicht alles wieder nur mit einem Schlag. Nein, wir werden noch einen oben draufsetzen. Wir werden weitergehen. Und wir werden nicht nur weitergehen. Wir werden im Miteinander sein und ja, wir werden uns selbst das größte Geschenk machen, was es geben kann. Die Liebe, die bedingungslose Liebe, uns selbst zu lieben und somit alle anderen. Und somit wird sich das Ganze von ganz alleine, ganz automatisch auflösen, also erlösen. Und dann offenbart sich jetzt am Ende der alten Zeit das wahre Leben in uns allen selbst. Das, was uns lange Zeit gelehrt wurde, nur was eben halt in Vergessenheit geraten wurde, durch und über das Spiel der Dualität. Und das ist ja jetzt Gott sei Dank auch Vergangenheit. Und dann lassen wir die Vergangenheit ruhen, schließen wir endgültig Frieden damit in uns, um in der Gegenwart angekommen zu sein, um unseren Weg oder uns vorzubereiten, den Weg weiterzugehen, den Polsprung zu begrüßen, die Stunde Null, in dem sich die gesamte Erde und alles Leben auf ihr wandeln wird. Der alte Glaube ist durch, die Selbstzweifel sind vorbei und aus Glaube wurde nun wahres Wissen und dieses wahre Wissen ist uns jetzt allen angekommen und dieses wahre Wissen werden wir nutzen für uns alle im Kollektiv, um den Wandel zu vollziehen in der Vollendung des Alten, der alten Offenbarung. Damit endet die alte Offenbarung und wir sind dabei, einen neuen Weg zu beschreiten, ein völlig neues Kapitel zu betreten, was alle Menschen betreffen wird. Und siehe mit den Augen eines Kindes, also siehe mit deinem Herzen, seid in eurem Herzen, seid angekommen. Und dann ist das Bild so rein und klar, und da braucht es keinen Verstand mehr. Dieser Verstand, der uns immer nur in die Irre geleitet hat. Mein Wesen bedankt sich bei euch allen, sagt nochmal Dank an dieser Stelle. Danke für euer Gehör, danke für euer Herz. Wir alle zusammen halten das Dach der Welt. Euer Löwenherz.
Bis dann, bye bye.